Hallo, ich bin der Roger. Und ich bin der Gil. Natürlich bist du der Gil. Ja, stimmt. Also wir sind von Chemtools und heute zeigen wir euch ein Produkt. Wir haben hier Cleaning Foam. Cleaning Foam wird verwendet von alles in das Auto drin, also von den Ledersitze zum Armaturenbrett bis zu die Windschutzscheibe von innen. Dieses Produkt kann man benutzen, um die harten, kernige Drecksachen aus die Sache rauszuholen und dann oben abzuwischen. Also Cleaning Foam kann man dafür verwenden und der Gil wird jetzt erklären, wie man das Produkt anwendet. Ja, sicher, Roger. Lass uns mal zu unseren 32er rübergehen und wir demonstrieren, wie Cleaning Foam funktioniert. Natürlich können wir in der Innenausstattung nicht einen Haufen Wasser und Seife verwenden. Dafür werden wir Cleaning Foam benutzen. Wir sprühen drauf auf unseren Leder, wir sprühen drauf auf unseren Stoff, sogar auf unseren Alcantara. Gil, ich habe eine Frage. Hast du das Auto gestern benutzt? Ja, habe ich. Hast du ein paar Frauen dabei gehabt? Ja, ich könnte ja nur zwei mitnehmen. Ich habe ja gesagt, also du kannst das Auto gern benutzen, aber immer sauber machen und Beweismittel entsorgen am Ende und auch die Flecken bitte wegmachen. Dafür haben wir natürlich unseren Cleaning Foam. Ich nehme mal unseren kleinen Schrubberbürst hier und ganz leicht massiere ich den Cleaning Foam in den Lederteil vom Sitz ein. Auch in den Stoffteil von unseren Sitzen. Cleaning Foam löst den Dreck, transportiert es auf die Oberfläche, wo wir das natürlich mit unserem sauberen Tuch abwischen können. Und dann können wir direkt sehen, was für einen Dreck zur Oberfläche transportiert wurde durch Cleaning Foam. Also wenn du es mit Cleaning Foam sauber gemacht hast, dann kann man dann zum Beispiel Leather Cream benutzen, um das Leder weich zu halten am Ende, dass es richtig dann auch geschützt ist. Natürlich, wir haben es sauber gemacht und Leather Cream wird unseren Leder schön geschmeidig halten und schützen vor UV-Strahlung. Also, noch ein sensationelles Produkt von Chemtools, nennt sich Cleaning Foam.